Hallihallo, Hallöchen. Wir spielen wieder Landwirtschaft Simulator 22. Wir sind auf der Röwitz, LPG Röwitz. Und wir sind am Rüben ernten. Und wir haben schon die Zuckerfabrik das letzte Mal beliefert. Wir haben jetzt noch einen dritten Abfahrer hier. Wir wollen das Zeug jetzt eigentlich zum Schweinestall bringen. Also die nächste Ladung soll zum Schweinestall wieder gehen, was wir schon das letzte Mal gemacht haben. Und damit die da ein bisschen Futter haben. Es ist im Fall gar nicht so einfach, hier das Teil zu bedienen. So, da muss man schon wissen, was man macht. Aber wissen wir das? Gut, das steht nicht zur Debatte. Der Chef hat gesagt, mach was. Hat mir nicht gesagt, wie. So, das ist schon wieder halb voll hier. So, wir suchen noch was für unsere Zuckerfabrik. Wir müssen nämlich da noch die Paletten abholen. Irgendwie. Aber dafür haben wir noch kein Fahrzeug. Das steht noch aus. Das müssen wir noch irgendwie besorgen, damit wir das Zeug von A nach B fahren können. Gabelstapler haben wir ja schon. Einen großen. So, es fehlt glaube ich nicht mehr so viel. Der Dutra ist schon voll.
Der eine HW80-Anhänger ist auch schon voll. Jetzt müssen wir noch den W50. Da passt auch noch ein bisschen was drauf, aber nicht mega viel. Und dann können wir da mal zu den Schweinen tuckern und nicht wieder verfahren wie das eine Mal. Schmeißt er den Dreck hoch hier? Kommt er ja kaum vom Feld. Vielleicht doch ein bisschen schwer, die Rübchen. So, ich würde sagen, morgen gehen wir wieder häckseln. Das hat nämlich auch Spaß gemacht, damit wir unser neuen Raupenfahrzeug auch wieder da ein bisschen in Aktion sehen können. Im Silo. Aber heute müssen wir noch ein paar Rüben machen. So, das Ding können wir dann auch zur Kartoffelernte einsetzen. Gar kein Problem, müssen wir nur einen anderen Aufsatz besorgen. Haben wir auch noch nicht.
So, da noch ein bisschen. Und hier passt noch ein bisschen drauf. Noch ein bisschen hinten rausschmeißen. Puh, da müssen wir noch mal das Ding anschmeißen. So, ihr habt das Gefühl immer, der Bunker geht zum Schluss, wenn er halb voll ist, fühlt er sich irgendwie nachher viel schneller. Ob er dann viel mehr Rüben erntet. Ob er konisch ist oder so. Wahrscheinlich ist er komisch anstatt konisch. Blödes Ding, sag doch, damit du fertig bist. Soll da die Rüben nicht kaputt fallen? Ich glaube, der hängt schon ein bisschen durch, der W50. Was? Das war's? Dafür bin ich jetzt nochmal los. Gut, dann schmeißen wir mal die Karre an hier.
Okay. Läuft. Bin City. Läuft auch. Puh, und den Dutra, der hat vorhin schon gekratzt hier. Roger, Roger. Also, wir können los. Gucken, ob ich den W50 hier vom Feld bekomme. Okay, scheint kein Problem zu sein. Bis jetzt. Okay, Vollgas. Puh. Das ist jetzt ein bisschen, ich muss hier rum. Boah, der zieht überhaupt nicht mehr, der W50. Der zieht ja nicht mehr die Socken von den Füßen. Meine Güte. Keine Kraft. Dafür eine fette Hupe. Das wäre der Schweinestall gewesen. Wir fahren von der anderen Seite rein. Es hat ja noch mehr Eingänge. Jetzt, wo er gerade mal ein bisschen Geschwindigkeit drauf hat. Oder kommen sie gleich angerannt? Ah.
Na, das läuft hier an Schweinestall. So, gucken wir mal, mit der Dutra auch noch reinpasst hier. So, ich dachte, der Zetti kommt hinterher. Hallo? Boah, mit dem lauten Ding hier. So, von mir aus können wir wieder los. Die Schnitzel müssen noch ein bisschen. Puh, jetzt läuft er aber mal wieder. Leer und bergab ist er kaum aufzuhalten. Der W50 hier. So, ich würde sie mal hier oben stationieren, obwohl wir natürlich auch so schlau waren, der ist ja eigentlich schon voll. Puh, das ist aber mal was dicht. Also nicht sie, sondern der Träger. Puh. Also,
tolle Geschichte. Hätte ich den auch da unten abbunkern können? Aber nö, ich muss ja vorbeifahren wie ein Großer. Tiefe Furchen haben sie hier geschlagen. Aber ich sag erstmal danke fürs Zuschauen und ja, bis morgen. Ciao, ciao.